Machen wir ein Intro? Machen wir ein Intro? Oh ja, wir machen ein fröhliches Frühlingsintro. Frühlingserwachen. Hey, oh. Frühlingserwachen mit Ben und Puschel. Puschel, da, schnupper mal. Puschel. Hallo YouTube, hallo liebe Freizeitpark-Fans. Herzlich willkommen bei einem neuen Postfach. Tada, es ist schon wieder soweit. Und heute habe ich mir wieder einen neuen Fragensteller eingeladen, und zwar den guten Ben von... Yeah. Jetzt darfst du noch ein bisschen Werbung für dich machen. Für die Phantom Arena. Hallo. Yeah. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Servus, Grüezi und Hallo. Weil hier laufen noch ein paar Lederhosen rum, das passt auf jeden Fall. Und wir sind hier eh quasi auf der... Vor allem auf der Alm. Auf der Alm? Auf der Alm. Der Almöhi. Der Almöhi. Ja, los geht's. Soll ich anfangen mit den Fragen? Yes, you can. Okay. Die erste Frage kommt von Marvin Ola. Wie findest du Vekoma SFCs? Ja, Suspended Family Coaster sind eigentlich ziemlich cool. Mag ich sehr, sehr gerne. Bin ich bisher erst zwei verschiedene von gefahren, aber gefallen mir auf jeden Fall. Und vielleicht kommt auch noch der ein oder andere dieses Jahr dazu. Und die Frage, die ich anschließe, ist, wie findest du den Spinning Racer? Spinning Racer ist auch ganz cool, aber ist halt irgendwie so Standarddingen und jetzt auch nichts super Spektakuläres, aber macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich bin den, glaube ich, das letzte Mal vor 5-6 Jahren gefahren. Keine Ahnung. Dann kommen wir weiter zu World of Coasters. Meine Fragen. Erstens, fährst du dieses Jahr nach Sirksdorf? Yep, fahre ich. Zweite Frage, oder nach Soltau? Nein, auf keinen Fall. Und dann, warum? Warum ich nicht nach Soltau fahre, das ist jetzt deine Extra-Frage. Ja, ich muss knallhart investigativ nachfahren. Musst du jetzt nochmal reinhauen. Hier ist, ja. Bildrecherche und so. Ja. Warum? Das ist meine Schuld. Warum? Na, Soltau, ja, wie ihr wisst, da zieht es mich jetzt nicht so sehr hin. Und Soltau ist nicht so der Park, zu dem ich so die Riesenbeziehungen habe. Und von daher, Soltau. Soltau soll schön sein. Du kannst ja mal den Heidepark rauslassen, aber du kannst mal einfach so nach Soltau fahren. Ja, in Soltau ist schön gewesen. Ja, da kann man sogar sehr gut shoppen. Also das habe ich damals sogar gemacht. Man soll es kaum glauben. Ja, es ist also fahrt nach Soltau. Schönes kleines Städtchen. Gibt es auch einen guten Griechen. Kann ich dir auch empfehlen. Ja, gibt es einen guten Griechen in Soltau. In der Nähe von... Ja, muss man schon ein bisschen fahren. Und ein guter Italiener. Ja. Einfach nur dafür einfach mal hin. Ja, also... Machen wir einfach mal so eine kulinarische Rundreise. Ja, lohnt sich. Also wenn ihr hinfahrt, ich gebe dir mal ein paar Adressen. Ja, sehr, sehr gut. Dritte Frage. Was hältst du von... Jetzt weiß ich nicht, was er meint, aber vielleicht weißt du ja was darüber. Was hältst du von Kernan Museums TV? Wirklich, was dazu sagen kann ich nicht. Ich kann mir vorstellen, was du meinst, aber wissen tue ich es nicht, da ich halt Kernan nicht kenne und Kernans Museums TV sowieso noch nicht gleich, also gar nicht kenne. Von daher kein Kommentar. Was online-mäßig? Keine Ahnung. Nee, ich schätze mal, das ist eher die Filme, die in der Q-Line jetzt neuerdings gezeigt werden. Also gehe ich von aus. Falls du das meinst, kann er vielleicht noch mal in die Kommentare schreiben. Ja, genau. Und falls du es nicht meinst, sorry. Vierte Frage. Mich würde mal deine Meinung zu Poseidon interessieren. Cooler Gott auf jeden Fall. Also Gott des Meeres. Finde ich schon sehr, sehr geil, Poseidon. Falls du jetzt die Bahn im Europapark meinst. Ja, den Film, glaube ich. Oder den Film? Den Film. Welcher jetzt genau? Der mit dem komischen untergehenden Schiff? Oder? Weiß nicht. Da gibt es auch so viele. Ja, wie gesagt, die Bahn im Europapark ist eigentlich auch ziemlich cool. Gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten bei den Wasserbahnen, aber ich finde es schon ziemlich geil. Dann Euromir, vorwärts oder rückwärts? Komm noch mehr. Euromir, vorwärts oder rückwärts? Ja. Kannst du dir aussuchen. Fett. Viel interessanter wäre jetzt die Frage, du hinter oder vor mir. Das kommt im anderen Video, aber das ist dann die ab 18 oder so. Euromir, vorwärts oder rückwärts? Fährt man das nicht beides so oder so im Endeffekt? Also ich fahre am liebsten den ersten Teil vorwärts und den zweiten Teil dann rückwärts, weil ich sehr, sehr gerne rückwärts durch die letzte Abschusshelix durchfahre. Und dann die Frage aller Fragen, warum hast du unseren Kanal noch nicht abonniert? Ja, ganz einfach, weil da bisher irgendwie, zumindest wo ich geguckt habe, nur zwei, drei Videos drauf online waren und ja, ich das Ganze bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht als abo-würdig angesehen habe. Sorry dafür, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Also mehr Videos machen. Genau, mehr Videos machen. Vielleicht kommt da noch ein Abonnent dazu. So. Ja. So. Jetzt kommt Freak Place. Schönes Video erstmal. Hier meine Fragen an dich. Erstens, sollte im Hansapark die Thematisierung von Kernan nicht schon längst fertig sein?
Sollte sie das? Theoretisch schon. Das hatte der Hansapark vor geraumer Zeit zumindest mal so angekündigt, aber inzwischen ist das wieder revidiert worden. Und das gab es auch, glaube ich, hier schon einen Kommentar mit dabei. Von daher, das gibt es dann irgendwann im Laufe der Saison, aber ich finde das auch ziemlich bescheiden, ehrlich gesagt. Weil ursprünglich, vor langer, langer Zeit, wurde mal kommuniziert, das soll fertig sein. Ja, jetzt kommt mal die Frage. Sieht aber nicht danach aus. Brauchen wir ja nicht mehr, ne? Nö. Zweitens, was findest du besser? Den Fluch oder Lost Graffiti? Kann man beides so gar nicht vergleichen. Also Launch Coaster und Big Dipper ist null Vergleichmöglichkeiten. Und von daher. Schreibt doch auch hier, ne? Also auch wenn die Bahnen grundlegend verschieden sind. Die Eindrücke von Lost Graffiti sind natürlich frischer, aber ich finde den Fluch auch sehr, sehr geil mit der ganzen Thematisierung drumherum und schwierig. Kann man nicht vergleichen, deswegen könnte ich da jetzt nicht sagen, die ist besser oder die ist besser. Können wir uns darauf einigen, beides gut. Beides gut. Guck mal, Multitasking ja, ne? Ja, Multitasking. Mein Kamerakind nimmt nämlich nicht nur gerade uns beide auf, sondern synchron noch mit der anderen Hand wird dann gerade noch der Gladiator und Around the World, sprich das große Kettenkarussell, aufgenommen. Ich hoffe nur, dass man jetzt nicht nur unsere Bäuche sieht, sondern auch unsere Gesichter drauf sind. Ihr seht super aus, keine Ahnung. Super. Der hat eine eingeschlafene Hand, aber. Ja. Was denkst du, was Phantasialand dahin bauen will, wo es vor Atlantis abgerissen wurde? Spekulativ, keine Ahnung, werde ich auch gar nichts zu sagen. Irgendwas. Irgendwas, bestimmt, ja. Und wenn es nur eine kleine Mauer ist? Wenn es nur eine kleine Mauer ist, ja. Im Moment ist da ja mehr so überdimensionales Flatterband. Genau. Ja, lass uns überraschen am besten, ne? Speed of Sounds kommt jetzt mit Fragen. Und zwar, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein jetzt doppelt gemoffelt NL2, No Limit 2, Let's Play zu machen? Nein. Hast du noch nicht drüber nachgedacht? Nein, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Dann weil, jetzt kommt der nächste Teil der Frage. Hast du das überhaupt? Nein, ich habe es nicht und von daher brauche ich auch nicht drüber nachzudenken, denk das zu machen. Denk doch mal darüber nach, das zu kaufen und es dann zu machen, um dann darüber nachzudenken, ob du es machst. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe gar keine Zeit, um solche Let's Plays oder solche Videos überhaupt noch zu machen. Ich zocke ja so noch nicht mal. Ich glaube, das letzte scheiß Computerspiel, das war wirklich zum Weihnachtsspecial, dass ich mal eins gespielt habe. Ich sehe ihn so schon kaum. Ja, reicht jetzt. Kannst du mal hier so Minesweeper also machen oder so. Einfach mal so kleines. Wie würdest du deine eigene Achterbahn, die du natürlich mit NL2 gemacht hast, benennen? Keine Ahnung. Super Hyper Airtime Mega Helix Überschlag Puschelcoaster. Puschelcoaster. Ja. Die könnte in Köln stehen wahrscheinlich. Dann die nächste Frage. Bringst du Merch raus? Stinktangas oder ist sowas angedacht? Nein, ich bringe kein Merch raus. Merch kommt auch nicht in die Tüte, weil Merch hat eine Eigenschaft. Dafür brauche ich ein Gewerbe, um das offiziell zu vertreiben. Und selbst wenn das Unkosten, also quasi zum Selbstkostenpreis vertrieben wird, brauche ich dafür ein Gewerbe und da habe ich keinen Bock drauf, das extra anzumelden, bloß für Merch. Okay, was wäre denn das schönste Merch, was es von dir geben könnte? Eine aufblasbare, lebensgroße Puppe von mir. Schnell kaufen. Aber auch mit allem drum dran halt, ne? Okay, machen wir weiter. Lass uns einfach an dieser Stelle so. Kaufst du dir einfach... Kaufst du dir im Phantasialand auch immer die Erdbeeren in Berlin? Nö. Natürlich neben den Churros. Churros ja, Erdbeeren nein. Ich habe aber jetzt gelesen oder gesehen sogar schon ein Bild, es gibt in diesem Jahr Churros mit Erdbeersoße und Vanillesoße. Ja, gibt's ja, mit Schokosoße, Erdbeersoße und sonst was. Ich hatte die alles, ja. Muss ich auch mal probieren. Drei Stück, 3,20 Euro oder so. Ja, aber keine Macher, oder? Müssen wir mal hin. Nochmal, mal immer wieder. Niklas Schlund fragt, fährst du dieses Jahr in den Heidepark? Das hatten wir eben schon. Hatten wir schon. Nein. Und der Jakob. Jakob fragt, willst du mal bei Skyline Park bei Nacht mitmachen? Nö. Als Info, das ist am 14. August 2016. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 20. August, meine Damen und Herren. Kann ich leider nicht, da bin ich anderweitig unterwegs. Höchstwahrscheinlich. Von daher passt das leider Gottes gar nicht. Und Skyline Park ist zu weit, um da dann auch noch bei Nacht hinzufahren. Ansonsten fährst du einfach Skyline Park über Tag und machst auch für die Augen zu. Und ja, entweder das oder wenn ich eine Kirmes bei Nacht sehen will, dann bleibe ich einfach jetzt noch ein halbes Stündchen länger hier, dann sehe ich auch eine Kirmes bei Nacht. Und die sieht bestimmt sogar attraktiver aus als der Skyline Park bei Nacht. Ja, das haben wir übrigens noch gar nicht gesagt, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind auf der Kirmes, also nicht nur auf der Alm. Nein,
Wir sind auf der Kirmes. Also hinter uns, also das, was ihr hört, ist Kirmes. Ach. So. Ja. Kirmes. Kinderkar 88. Das kam aber, da kam aber das neue Postvideo schnell. Und dann noch mit Gästen. Meine Fragen. Erstens, sind Churros deine Lieblingssüßspeise im Phantasialand? Jein. Churros und Waffeln gehören zu den Lieblingssüßspeisen im Phantasialand. Auch wenn die Waffeln beim letzten Mal ziemlich durchgefallen sind. Weil das waren keine Waffeln mehr, das waren nämlich einfach nur noch schwarze Kohlenstücke. Ich finde, Churros schmecken mit Schokoladensoße ganz gut. Aber wenn du die so isst, die schmecken irgendwie so... Zuckerzimt ist total geil. Ja, noch nicht mal. Also so ganz ohne alles. Das schmeckt wie nicht okay, so toll. Da muss schon irgendwas dran. Ja, da muss irgendwas dran, ja. Zweite Frage. Würdest du in deinem Leben überhaupt nochmal Topspin fahren, da dir ja darauf immer schlecht wird? Ja, da beziehst du dich wahrscheinlich auf dein Angebot, wo wir uns im Phantasialand getroffen haben. Also ob mir darauf schlecht wird, wie gesagt, weiß ich nicht. Aber ich traue das meinem Nacken nicht zu. Ich habe da echt Angst um meinen Nacken. Genau das Gleiche habe ich nämlich hier eben auch schon überlegt, als es um den Ghost Rider ging, ob ich da drauf gehe. Aber da habe ich einfach viel zu viel Panik um meinen Nacken. Von daher lasse ich es. Man wird nicht jünger, ne? Nee, man wird nicht jünger. Und meine Chiropraktiker heute Morgen hat mir erst alle Wirbel wieder eingerenkt. Und ich möchte nicht, dass mir die sofort wieder am gleichen Tag rausfliegen. Von daher... Ob mir schlecht wird, weiß ich es noch nicht mal. Lass uns einfach. Ja. Ja. Drittens, Olympia-Looping oder Alpina-Bahn. Und PS, cooles Video. Ja, danke schön. Olympia-Bahn, genau. Olympia-Looping hatte ich aber auch genauso im Achterbahn-Duell bzw. in dem dazu passenden Gewinner-Video schon gesagt. Ich finde den Olympia-Looping viel, viel cooler. Kommt ihr nochmal nach Deutschland? Was? Wer? Ja, Olympia Looping. Kommt der nochmal nach Deutschland? Ja, gehe ich ganz fest von aus. Zum Oktoberfest. Aber nur noch zum Oktoberfest. Dann meinst du, das ist komplett Ende? Ja, vielleicht steht er dann ja irgendwann im Skyline Park. Mal schauen. Sinker ZZZ oder Sinker Sneaker. Was? Sneaker. Sneakers. S-N-I. Nicht S-I-N. Ich hab da noch gar nichts getrunken. Sneaker. Sneakers. Entschuldigung. So hast du nämlich. Ja, lieber ME Pictures, Freistadt TV, findest du den Efteling aufregender als das Phantasialand oder andersrum? Danke für deine Antwort. Nee, Efteling ist mit Sicherheit nicht aufregender wie das Phantasialand. Also ist sehr, sehr geil, ist auch sehr, sehr schön, aber von der Aufregung, von der Spannung her kann das nicht mehr Phantasialand mithalten. Nee. Nee. Das auf jeden Fall nicht. Aber es ist weitläufiger. Ja, weitläufiger schon, ja. Auf jeden Fall. Du kriegst das Phantasialand fünfmal in den Efteling rein, ja. Also die Quanten tun schneller weh. Ja. Leonard Zweistein fragt, erstmal ein tolles Video, hier meine Fragen. Wieso zeigt er mir als Videoempfehlung irgendwelche Hauls? Ich bin nicht in der Jugendsprache. Naja. Von YouTuberinnen, deren Namen ich noch nicht mal gehört habe. Keine Ahnung, also ich bin nicht für Google zuständig und Google richtet sich danach dem, was deine IP-Adresse alles so besucht und nach deinen Interessen. Von daher kann ich dir nicht sagen, warum dir irgendwelche Empfehlungen für Videos gemacht werden, die was mit irgendwelchen YouTuberinnen zu tun haben. Aber Empfehlung, entweder deine Verwandtschaft nicht an den Computer lassen, Passwort oder Cookies löschen oder einfach nicht so viel Bibi gucken. Das könnte sein, ja. Bibi ist immer schuld. Ja. Wie stark... Erhoffst du dir, was? Den Launch von Staron. Also wie stark erhoffst du dir den Launch von Staron? Jetzt hab ich's auch. Möglichst stark, aber alles andere ist Spekulation. Von daher, da steige ich nicht ein. Also doch, bei Staron steige ich ein, aber nicht in die Diskussion steige ich ein. Einfach so. Genau. Drittens, wie findest du Minecraft? Nächste Frage bitte. Ja. Ich lasse es auch so unkommentiert stehen. Wie würdest du reagieren, wenn dir für die Thematisierung zuständige Person vom Phantasialand zum Heidepark wechseln und dort dementsprechend geteamt wird? Finde ich persönlich sehr, sehr cool. Also wäre zwar schade, wenn die vom Phantasialand wechselt, aber endlich hätte der Heidepark mal Thematisierung. Ja, aber die vom Heidepark sollten dann nicht im Phantasialand, nicht, dass sie dann immer alles rückbauen. Ja, ja, das ist aber dann das ist ein Problem. Obwohl das Phantasialand sieht ja jetzt auch schon so sehr geil aus und ja, stimmt. Im Endeffekt, solange die nichts abreißen, können die vom Heidepark ja nichts mehr schief, also falsch machen da. Ja, stimmt auch. Fünftens, liest du in Freizeitpark vorhin mit? Ja. Nur in den vernünftigen.
So, das waren meine Fragen. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße zurück. Grüße zurück, ja. Dankeschön. An Leonard. Leonard, genau. Oje. Oje. www.top10-de. erste Frage. Was findest du besser? Novgorod oder Kernan? Finde beide gleich geil. Aber Kernan fährt sich aggressiver. Kann ich nichts zu sagen, da ich Kernan noch nicht gefahren bin. Gerstauer, Mac-Weiss oder Intermin? Intermin. Er sagt eher, ich finde Gerstauer am besten, ist mein Lieblingshersteller. Ja, lass ich mal so stehen, ne? Jedem das eine. Ja, und jetzt? Und jetzt geht's. Leute. Ja, der gute Kilian, der macht das häufiger so. Das hat er im letzten Video auch schon so gemacht. Mach das doch mal bei mir. ja, Kilian Oberhauser. Wieder wie immer ein geiles Postfach. Meine Fragen. Also es sind 20. Also haltet euch fest. Erstens Lost Gravity oder Blue Fire? Lost Gravity. Zweitens, hast du es vor, in den nächsten 5 Jahren nach Amerika zu fahren, um dort die Top 10 Freizeitparks zu besuchen? Vor habe ich vieles, schön wär's, aber keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Drittens. Sponsert mich! Du jetzt auch noch! Ich blende dann gleich hier meine Bankverbindung ein, da könnt ihr dann alle spenden, aber bitte erst ab 100 bis 1000 Euro, weil da spenden eh nur 3 Leute und sonst komme ich die niemals zusammen, die Reise. Ja, das dauert was. Ich glaube, da hast du es lieber selber direkt zusammen, oder? Ja. Ja, deswegen sage ich ja, die sollen alle 100 oder 1000 Euro mindestens spenden. Ja. Wenn du ein paar findest. Drittens, Helix oder Lost Gravity? Helix. Helix? Ja. So, jetzt kommt eine Frage, die kann ich nicht richtig... Ich lese es einfach mal so vor, wie sie da steht. Knast, du Sky fahren. Was? Was du meinen? Also kannst, schätze ich mal, ja, du Sky fahren. Aber was ist Sky? So Sky ist, Skyfly, Skyliner, Skywheel, Sky Scream, Skyfall, Sky, Sky what? Oder Magna. Ja, mach einfach weiter, es kommen ja noch ein paar. Und Christi Skyfahrt haben wir auch noch nicht. Von den Achterbahnen her, Europa-Park oder Porto Ventura? Ganz ehrlich, schwierig. Eigentlich hat Porto Ventura nur eine richtig gute Bahn und das ist Shamballa. Aber der Rest ist im Europa-Park, muss ich leider, oder was heißt muss, aber ist deutlich besser, weil die Achterbahnen in Porto Ventura sind eigentlich scheiße. Traurig aber wahr, aber das ist der bessere Park. Sechstens, im Preis-Leistungs-Verhältnis Phantasialand oder Europa-Park? Ja, Preis-Leistung, da glaube ich, müssen wir nicht drüber diskutieren, dass das auch Europa-Park ist, weil einfach für etwas weniger Eintritt gefühlte 100 Attraktionen mehr geboten werden. Ja. Eindeutig. Sieben, hast du es vor, dieses Jahr zum Bayernpark zu besuchen? Das habe ich schon wie oft erzählt, schon seit vielen Jahren vor und es klappt nie, von daher kein Kommentar. Ach, du Arm. Ja, es klappt nie. Auch. Die haben immer zu, wenn ich da vorbeikomme. dann denkt ihr bestimmt, ja, da kommt Emmett Fraser, das Freizeitpark zu Bayern, komm mal schnell zu. Wahrscheinlich. Ich ja, wahrscheinlich. Einfach ein. Die Bazis. Scheiß Bazis. Ja, 8. Wo würdest du, wenn du dir einen der zwei Freitagsparks, Cedar Point oder Six Flags Magic Mountain für einen kurzen Urlaub aussuchen könntest, hinfahren? Wenn ich da hinfahre und Urlaub mache, dann auf jeden Fall mindestens beides. Ja, und wenn ich mir einen aussuchen könnte, Cedar Point. Was müsste für dich ein perfekter Freizeitpark alles haben? Boah, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja, Churros. Ja, gute Gastronomie, tolles Personal, tolle Achterbahnen, tolle Thematisierung, tolle Dark Rides. Ja, ich könnte da so ewig weitermachen. Also das muss ein guter Freizeitpark haben. Endlose Liste. Oh ja. Du gewinnst 1 Million Euro. Was würdest du da machen? Nach Amerika, die Top 10. Das ist ein ganz, ganz cleverer Fuchs, weißt du? Er sagt mir, ich gewinne 1 Million Euro, aber hier steht eigentlich 10 Millionen Euro und der steckt sich selber 9 Millionen ein und gibt mir nur noch 1 Million davon. Du hast die Null nicht gesehen, die hinter der 1 steht. Also, Entschuldigung, 10 Millionen. Was würdest du mit 10 Millionen machen, wenn du davon 1 Million an mich... 9 Millionen an dich gebe, also 9 Millionen würde ich an ihn geben, 1 Million würde ich für mich behalten und dann wäre ich wahrscheinlich überglücklich und würde mein Leben genauso weiterführen wie bisher, nur halt ein bisschen
ein bisschen entspannter alles und könnte man sich hier und da ein bisschen mehr gönnen. Und hoffen, dass er mich vielleicht damit die 9 Millionen mal auf eine Tour in den Freizeitpark nach Amerika einlädt. Du kriegst einen 10er von mir, ist gar kein Problem. Und du holst mir noch ein Kuscheltier aus dem Greifer. Genau, richtig. Ist doch alles geritzt, ist doch super. Was will man mit Geld, wenn man Plüschtiere so haben kann? Ja, ja, das sagt der Mensch, der 9 Millionen bekommt. Ne? Ohne die kann ich nicht schlafen. Nein, Quatsch. Elf, kennst du Ralf Lindhorst? Und Jan Störmacher, Achterbahn-Junkies. Achterbahn-Junkies. Vom Namen her, aber ja. Mehr auch nicht. Ja. 12? Wenn ja, wie findest du sie? Also ja, weil kennst du ja nicht. So. Keine Ahnung. Ja. 13? Hast du mal vor, in demselben gebauten Freizeitpark in Italien zu fahren? Ah, den habe ich auch mal gesehen. Der Typ, der Opa. Ja, ja, ich würde gerne mal nach Italien und dann würde ich da vielleicht vorbeifahren, aber ich glaube, da gibt es andere Ziele, die mich dann doch mehr interessieren würden. Es sei denn, ich hätte einen Tag zu übrig. Doch, wir fahren einfach mal hin und bringen den TÜV mit. Ja, da könnte der TÜV mal gucken, wie die Dinge aussehen und wie die Achterbahn, die jetzt gerade hinter der Kamera sich befindet, die leider nicht läuft, aber ja, in einem guten Zustand ist. Genau, Kamera schwenkt mal eben darüber. Oh. So schade, kann ich nicht fahren. Ist kaputt. Oder, ist ja nichts kaputt. Nichts kaputt, ist Lizenz nicht da von der Wie viele Minuten haben wir eigentlich auf Uhr? 22. Oh, jetzt müssen wir aber. Ja. Aber ja, hallo. Ja, komm. 15, da fehlt die 14. Aber egal, machen wir mit 15 weiter. Fährst du oft mit Boot zusammen in Freizeitparks? Nein, das war bisher das zweite, dritte, vierte Mal oder so. Aber über Jahre jetzt auch verteilt und von daher, nee, nicht sehr häufig, weil. Der hat meistens nie an den Tagen Zeit, wo ich Zeit habe und halt umgekehrt. 16. Goliath oder Lost Gravity im Walibi? Goliath. 17. Magwald, Wilkoma oder, oh Gott, das ist die falsche, Intermin in Platzierung 1 bis 3. Ja, ich glaube, das ist ganz eindeutig. Intermin, Magwald und Wilkoma. Okay. Ich finde das auch sehr geil, dass du Wilkoma mit WE geschrieben hast. Fehlt nur noch ein H hinter. Ist ein Kenner. 18. In der Türkei gibt es, das ist fast, ne? In der Türkei, ja, gibt es außer das Via Land doch eher keine richtigen Freizeitparks. Findest du das auch so? Via Land. Es gibt das Via Land, es gibt demnächst den Etna Park, dann gibt es noch ein paar andere kleinere Freizeitparks. Es gibt mit Sicherheit auch noch ein paar Luna Parks da und von daher, also da gibt es mit Sicherheit einiges an Parks. Denkst du, dass wenn das Phantasialand 40 Hektar mehr Fläche hätte, würde es die Thematisierung vernachlässigen? Bei weniger Fläche lässt sich ja leichter mit vielen thematisieren, dass es ja viel billiger ist und wenn Platz für noch eine Achterbahn ist, thematisiert das Phantasialand die perfekte, weil sie für eine zweite Achterbahn hier gar keinen Platz mehr hätte. Alter! Also kurz zusammengefasst. Sorry, aber heißt, das ja auch mal durch, bevor du es abschickst. Also zusammengefasst heißt das wahrscheinlich, wenn die mehr Platz hätten, bräuchten die nicht mehr thematisieren oder wie versteht. Also wenn es darauf hinausläuft, glaube ich nicht. Wenn das Phantasialand mehr Platz hätte, hätten die halt mehr Platz zum Thematisieren. Und ich glaube, Klugheim spricht da eine ganz eindeutige Sprache. Phantasialand thematisiert immer. Ob die wenig oder ob die viel Platz haben, die thematisieren immer geil. Und das wird sich auch mit 40 Hektar mehr nicht ändern. 20. Kannst du 10 Freizeitparks nennen, die bei dir ganz oben mitspielen? Kann ich, tue ich aber nicht, weil dann kommen wir hier heute nicht weiter. Dann kommt die Ride Time. Hallo meine Fragen. Erstens Baron 1898 oder Lost Gravity? Lost Gravity. Welche Achterbahn bräuchte der Efteling? Schnelle. Lieber Halloween-Veranstaltung oder Wasserparkbesuch? Halloween. Wer liest besser die Fragen vor? Brushy? Brushy? Brushy! Brushy oder O? Ja, genau. Wer liest besser die Fragen vor? Uschi oder Bro? Nein, der Ben von der Fata Marina. Ich darf jetzt nichts mehr beantworten. Sorry. Thema ist durch. Ja, trotzdem. Sorry, Bro und Uschi. Brushy. Fünftens, Treu oder Boulder? Balder. Sechstens, Teststrecke oder Alpiner Bahn? Teststrecke. Schöne Grüße. Zurück. Right time. Ja. Amy Pictures Freizeitpark drauf. Smiley. Jan Filmfan sagt, tolles Video hier, ein paar Fragen. Wie findest du die Thematisierung zu Filmen?
Filmthematisierung in Freizeitparks. Wenn du die meinst, habe ich noch nicht so viele gesehen, außer Arthur. Und ansonsten, da ich ja noch nicht in Universal, Disney oder sonst irgendwo war, kann ich dazu gar nichts sagen. Zweitens, was fehlt im Hansapark? Wahrscheinlich wir beide jetzt, weil wir gerade nicht da sind. Im Hansapark fehlt auf jeden Fall ein Dark Ride. Das waren die Fragen von Jan Filmmann. Filmfan? Filmmann. Teampark.tv. Was findest du, welcher Park der beste Preis ist? Das hatten wir schon. Das hatten wir im letzten oder im vorletzten Postfach. Das hatten wir auf jeden Fall in einem anderen. Und einfach mal die anderen Postfächer gucken. Da wird dir geholfen. Jetzt kommt der Coaster Junkie. Danke für die Antworten der Fragen. Bitte. Coolen erzähl dir noch ein bisschen was. Schön, dass wir geschrieben haben, aber wir kommen direkt zu Fragen. Fragen, genau. Oh Gott. Wie spreche ich das aus? Furious Baku oder wie auch immer. Race. Oder Desert Race. ganz übel. Ganz, ganz fiese Frage. Furious Baku schlägt einfach tierisch viel, hat aber einen richtig fetten Lounge. Sind beide mega kurz, aber dafür hat Furious Baku einen Überschlag, fährt über Wasser, hat sogar sowas wie Thematisierung abbekommen, ist ein Prototyp, Furious Baku. Besser thematisiert? Ja. Ist ja nicht schwer, oder? Nee. Zweites, Luke, der Dämon oder Baron, von der reinen Fahrt jetzt gesehen? Von der reinen Fahrt her gesehen? Boah. Ja, Fahrt hat Baron ja eigentlich nicht, aber Fluch der Dämonen eigentlich auch nicht. Ja. Von daher, ja gut, klar hat er schon Fahrt, aber... Na. Ah, ich muss irgendwann mal was für den Heidepark tun, Fluch der Dämonen, also Kaffeefahrt der Dämonen. Baron! Ja. Typhoon oder Novgorod? Auch nochmal reine Fahrt. Novgorod. Okay, nun stelle ich dir Fragen zu Bahnen oder Parks, die du noch nicht gefahren bist. Erstens, Griffon oder Schalker? Moment. Zu Bahnen, die ich noch nicht gefahren bin, kann ich nicht beantworten, weil das ist... Also gut, in dem Falle kann ich das so halb beantworten, weil ich zumindest Shikra oder wie auch immer man das jetzt genau ausspricht, bin ich quasi den Klon davon damals im Happy Valley gefahren, der 1:1 der gleiche ist. Aber ansonsten würde ich mich deshalb da jetzt dafür entscheiden. Aber für andere Fragen oder Bahnen, die ich nicht kenne, kann ich nichts zu sagen. Das wären jetzt einfach nur Mutmaßungen nach Bildern, nach irgendwelchen Texten und kann ich nichts zu sagen und werde ich auch nichts zu sagen, weil das ist ins Blaue geraten. Okay, also lassen wir das erstmal kurz weg. Ja, nicht nur kurz. Ja. Nö, kann ich nichts zu sagen. Dann haben wir den Coaster Kritik mit K geschrieben. Yep. Interessante Nutzung der Rückfahrt, ja natürlich. Da ich beim letzten Postfach zu langsam war, frage ich an dieser Stelle, Helix oder Lost Graffiti? Das hatten wir eben schon, Helix. Intensive Airtime im Out- and Back-Layout oder schnelle Richtungswechsel im Twister-Layout? Beides geil und beides absolut nicht zu vergleichen. Airtime, obwohl, Richtungswechsel sind auch cool. Beides, am besten beides, aber wenn ich mich für eins entscheiden muss, Airtime. Okay, und dann kommen wir zu Christoph Niebuhr mit der letzten Frage für heute. Welche Achterbahn im Phantasialand findest du am besten? Das solltet ihr alle ganz eindeutig wissen, und zwar die Black Mamba. Da empfehle ich euch auch einfach mal, guckt auch demnächst mal in meinen neuen Vlog rein. Da seht ihr das sehr, sehr eindeutig, was ich von der Black Mamba halte. Ja, okay, das war's dann an dieser Stelle. Und wie ich sehe, wir laufen hoffentlich noch. Wie viele Minuten habe ich noch, um meine Abmoderation zu machen? Du bist bei 29. Oh, ich bin bei 29, das heißt, ich muss mich jetzt beeilen. Deswegen sage ich jetzt ganz einfach, vielen Dank, lieber Ben. Vielen Dank für einen schönen Tag, vielen Dank für ein schönes Postfach. Ja, danke an Biene, die jetzt die ganze Zeit auch nett zugeguckt hat. Danke an mein Kamerakind und ich verabschiede mich und sage... Das war nur die Szene. Das war nur die Szene. Aber ich sage jetzt, bevor das Video wirklich zu Ende ist, tschüss und bis zum nächsten Postfach. Und ich habe Zeit. Okay, dann verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und jetzt muss ich mich doch beeilen und in dem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten Video. Ciao.